Lars Ricken ist künftig der neue Chef des BVB. In seiner Familie ist er nicht die einzige Berühmtheit, denn sein Schwager ist ein bekannter TV-Star. Dortmund, unter BVB-Fans ist Lars Ricken nicht zuletzt durch sein besonderes Tor im Champions-League-Finale 1997 eine Legende. Auch heutzutage ist er dem Verein Borussia Dortmund und der Stadt treu geblieben. Das gilt auch für seinen Schwager, der erst kürzlich noch als Kandidat im TV-Programm von RTL zu sehen war. BVB-Boss Ricken hat berühmten Schwager, sind wie Brüder, an der Seite von Profi-Tänzerin Patricia Ionell erreichte, Let's Dance, Kandidat Tillmann Schulz aus Dortmund zwar nur Platz 13 und musste die RTL-Show bereits in Show 2 verlassen. Bei der bekannten Vox-Sendung, Die Höhle der Löwen, ist er als Unternehmer und Unterstützer der Start-Ups dafür umso erfolgreicher und hat dort sogar einen Rekord aufgestellt. Mit 33 Jahren war er beim Einstieg in das Format der jüngste Löwe in der Geschichte der Show. Privat hat Tillmann Schulz mit Lars Ricken ein besonderes Familienmitglied. Der neue Chef von Borussia Dortmund spricht zwar wenig über sein Privatleben. Sein prominenter Schwager schwärmt hingegen von der Dortmunder Legende. Schwager von BVB-Boss Ricken, Tillmann Schulz war Kandidat bei Let's Dance 2024. Meine Schwester Franziska ist mit Lars verheiratet. Sie haben drei Kinder, klärt der heutzutage 34-Jährige im Interview mit der Bild über die familiäre Verbindung auf. Wir sind eine Einheit. Lars und ich sind wie Brüder, unsere Frauen stehen sich ebenfalls genauso nah, heißt es weiter. Die Kinder der prominenten Familien würden zudem dieselbe Kita besuchen. Kein Wunder ist es daher, dass der neue BVB-Boss Lars Ricken auch Urlaube mit seinem bekannten Schwager verbringt. Dass das Herz von Tillmann Schulz daher für Borussia Dortmund schlägt, dürfte für die Fans kein Geheimnis sein. Weitere aktuelle TV-News bei Ruhr24. Umso emotionaler war daher sein erster Auftritt in der RTL-Tanzshow. In der Eröffnungsshow von Let's Dance 2024 hat der damalige Kandidat zu dem BVB-Hit You'll Never Walk Alone getanzt, der den Fans im Dortmunder Stadion regelmäßig Gänsehaut beschert. Lars Ricken hatte sich zwar nicht öffentlich zu dem Auftritt geäußert, doch als langjähriger Teil des Vereins dürfte er sich über den Auftritt mehr gefreut haben als die Jury der Sendung.